Hallo zu einer neuen Folge von Handykurse.at. Wie bediene ich die Tastatur am Smartphone richtig? Wie schaut die Tastatur auf Smartphones aus? Ich zeige Ihnen das diesmal am Beispiel eines iPhones. Ich bin hier in der Nachrichten-App, das heißt, ich könnte hier eine SMS schreiben. Ich habe einen Kontakt geöffnet, das ist eine Service-Nummer meines Telefonanbieters. Wie komme ich jetzt zur Tastatur? Ich sehe sie nicht. Immer wenn Sie die Tastatur nicht sehen, sie aber brauchen, dann müssen Sie dort in die Zeile drücken, wo Sie etwas schreiben können. Das ist meistens irgendwo weiter unten. Es steht hier SMS-Nachricht abgekürzt. Wenn ich genau in die Mitte dieses Balkens, dieses Feldes hineindrücke, dann erscheint die Tastatur. Tastaturen sehen auf allen möglichen Geräten immer gleich aus. Das heißt, das macht jetzt keinen Unterschied, ob ich es Ihnen am iPhone oder auf einem Android-Gerät zeige. In der Mitte haben wir immer die Buchstaben. Typischerweise beginnen Sätze mit einem Großbuchstaben. Das kann man in den Einstellungen ändern, ist aber nicht notwendig. Sie sehen, der Buchstabe, so wie er hier angezeigt ist, so wird er dann auch geschrieben. Wenn ich jetzt einen Großbuchstaben schreibe, dann ist der nächste Buchstabe klein. Wenn ich jetzt weiter schreibe, sind alle weiteren Buchstaben klein. Will ich jetzt wieder einen Großbuchstaben haben, drücke ich auf diesen Pfeil, der nach oben zeigt. Das ist die Shift-Taste, die Hochstelltaste. Wenn diese schwarz leuchtet, sehe ich, der nächste Buchstabe ist wieder groß und dann wieder klein weiter. Wenn ich mehrere Buchstaben hintereinander groß schreiben will, muss ich hier zweimal schnell auf die Hochstelltaste tippen. Dann sehe ich, dass unten ein kleiner Strich dazu kommt, das heißt, die nächsten Buchstaben sind alle groß. Wenn ich jetzt etwas geschrieben habe, das ich nicht haben wollte, dann habe ich hier auf der rechten Seite die Zurück- und Löschen-Taste, auch Backspace genannt. Sie zeigt schon, nach links heißt immer irgendetwas rückgängig, zuletzt, voriger Schritt machen. Und das X ist bei Computern und Handys auch oft die Sprache, das Symbol, etwas zu löschen. Für jeden Tipp wird mir ein Buchstabe gelöscht. Ich will wieder normale Buchstaben haben. Wenn ich jetzt Zahlen oder Sonderzeichen haben will, dann gibt es hier unten die Taste mit 1, 2, 3. Hier erscheinen die Zahlen und die wichtigsten Sonderzeichen. Doppelpunkt, Strichpunkt, Klammern, Punkt, Beistrich, Rufzeichen, Rufzeichen, Fragezeichen. Wenn ich noch andere Sonderzeichen haben will, gibt es immer noch ein zweites Symbol für Sonderzeichen. Oft steht hier auch 1 von 2. Sie sehen, hier zum Beispiel sind ein paar Währungssymbole dabei und noch andere eher selten gebrauchte Sonderzeichen. Um zu den Buchstaben zurückzugelangen, drücke ich wieder auf ABC. Was habe ich hier dann noch? Wenn ich zwischen zwei Worten einen Abstand lassen will, brauche ich die Leertaste. Ganz unten ist auch angeschrieben mit Leerzeichen. Wenn ich jetzt schreibe, wer, Leerzeichen, will, ja, so kann ich zwischen den Wörtern einen Abstand lassen. Wenn ich einen Absatz machen will, benutze ich die Enter-Taste, dann schreibe ich zu Beginn in der nächsten Zeile wieder weiter. Ich kann auf dieser Tastatur mit dem Lautsprechersymbol auch noch hineinsprechen. Das kann gut funktionieren, meistens funktioniert es am besten, wenn Sie Wörter verwenden, die es in der deutschen Sprache auch gibt. Das heißt, es kann sein, dass es bei Ortschaften oder Dialektwörtern nicht funktioniert. Was haben wir noch? Umlaute sind in diesem Fall schon auf der Tastatur drauf. Falls Sie die nicht haben, sind sie immer mit einem Drücken auf den jeweiligen Buchstaben erreichbar. Ich zeige es Ihnen beim scharfen S. Wenn Sie das scharfe S schreiben wollen, dann brauchen Sie das S, da drücken Sie lange drauf. Sie sehen, es entsteht ein Kontextmenü. Bitte draufbleiben mit dem Finger. Wenn Sie dann hin und her wischen, leuchtet jeweils ein anderer Buchstabe. Den Buchstaben, den Sie schreiben wollen, in diesem Fall der zweite
von rechts, also der zweite von links in dem Fall, das scharfe S dort dann auslassen, dann wird hier das scharfe S geschrieben. Ich habe vorher noch Buchstaben geschrieben, weil das iPhone erkennt, dass es scharfes S am Wortbeginn nicht gibt. So bediene ich eine Smartphone-Tastatur richtig. Danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal, euer Martin.